Moin Leute, willkommen zu der nächsten Folge des Spieler Kajarumas mit Saarbrücken. Und ja, jetzt geht's gegen Aue. Es sieht sehr, sehr bitter aus für uns. Ich hoffe, wir finden jetzt eine Lösung, dass wir hier die Kurve wieder kriegen, dass wir wieder gewinnen. Und ja, schnacken wir nicht lange und gehen ins Stadion. Da sind wir im Stadion angekommen, beim Spiel gegen Aue. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht ein Ausrufezeichen setzen können und zeigen können, dass wir noch leben und dass wir hier noch siegen wollen oder allgemein in der Liga noch dabei sein wollen. Macht nicht viel, ja, schlecht abgeschnitten zu werden. Aber mal schauen. Jetzt mit dem Haus. Und da hat er oben. Und da ist das erste Tor mit 7 Haus. Und die spielen mit dem Zimmer. Richtig. Besser ist es. Da ist schon mal das erste Haus zu verzeihen von uns. So wollen wir das auch. Und so wollen wir weiter zahlen. Aber schön, das war nichts. Mit dem Tor mit ebenfalls vorne. Konnte man leider nicht. Da ist nichts mehr. Aber, Problem. Okay, wenigstens. Abseits. Aber nicht. Da ist fast alles gut. Böse. Aufpassen. Okay, das war. Einfach weiter konzentrieren hier. Und hoffen, dass wir hoffentlich mehr Fehler reinbringen können in der Halbzeit. Aber bis dahin sind es noch 25 Minuten. Wir holen jetzt die erste Ecke ab. Bin ich zufrieden. Die kommt gut. Hallo, bis da. Und da ist der Schuss. Und da war wieder ein guter Versuch von uns. Aber leider über den Kasten. Geburtstag, Weihnachten oder einfach so. Wenn Sie noch das richtige Geschenk suchen, werfen Sie einfach mal einen Blick in unseren Fanshop. Da finden Sie alles, was das Fanherz begehrt. Danke. Nein. Batz. Du bist das. Sonst bist du wieder so ein Irrsinn, ich merke. Wir gehen Darmstadt. Aber Aue will hier noch den Treffer machen. Das merkt man. Solange wir Glück haben, das ist schick, genau. Aber mal schauen. Wie lange wir hier Glück haben. Weil ich sehe echt so langsam nicht mehr so wirklich, dass wir es lange alle raushalten mit der Führung. Wie gesagt, Leute, supportet uns einfach. Das müssen wir ja noch hochpushen, dass wir tatsächlich mal die Kurve kriegen. Und wir aufpassen hier. Wieder aufpassen. Aue kommt schon wieder. Wie sie kommt. Stark. Stark. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen kontern. Und wie wird sie auskontern? Perfekt. Und da ist das 2-0. Was geht jetzt hier ab, Alter? 2-0 vor der Halbzeit. Jakob, Junge. Sein erstes Saisontor. Endlich trifft er auch mal. Wichtig. Oh, schade. Man
Man merkt, wir wollen hier gewinnen. Wollen hier uns die wichtigen 3 Punkte einfahren. Das wird doch nur das ganze Selbstvertrauen sein, bevor es dann gegen einen sehr, sehr starken Gegner geht. Und wir sehen uns gleich wieder. Wo starten wir rein? Let's go. Andrich kommt. Neu im Spiel, die Nummer 5. Einfach jetzt mal weiter spielen. Auf ganz entspannt. So halbwegs zurücklehnen kann man sich. Aber so weit darf man nicht zurückkommen. Weil wir wissen alle, FIFA schreiben die eigenen Geschichten. So, also. Ich kenn's ja so wie Bielefeld. Lag dich ja ebenfalls lange vorne. Und dann in den letzten 20 Minuten so kam Bielefeld und sich da und dann auf einmal. Das ist keine Ahnung, die 5., 6. Ecke für Aue schon, Digga. Junge, ich weiß es echt gerade nicht. Zielinski kommt. Und da steht fast 2-1. Ja, der ist ja auch der ist auch Pokémon. Ja, Mann. Wir machen es eigentlich ganz gut gerade. Wir lassen kaum was anbringen. Verteilen ist gerade eigentlich so. Wir finden keine Lücke mehr. Alter. Was haben wir? Ja. Wo kann man bitte? Ich kann einfach rüberspringen. Oh, warum flank ich nicht? Ich würde eigentlich flanken, Digga. Bruder, muss los. Oh nee. Jetzt kommt her rein. Ja, wenigstens. Jetzt Schipnowski. Der ist drin. LOL. LOL. Schipnowski mit der nächsten Saison kommt in der zweiten Liga. Alter, ich habe jetzt überlegt, ob ich rüberlege. Aber ich habe es einfach selbst gemacht, oder? Guck, ich hätte einfach zu mir passen können. Aber. Ja. Endlich. Haben uns halbwegs jetzt aus dem Loch geschossen. Unsere Dinge wieder bekommen. Hallo? Was war das? Ja, das ist auf jeden Fall der 7. Ja. Wenigstens den Euro mal den 7. gewählt. Aber ich frage mich, ob sie zu Not spielen. Auswechslung bei
Oh, ich werde ausgewechselt. Hauptsache, Digga. Ja gut. Hallo. Ich stehe 3-0, also kauf ich mir. Ja, egal, Leute. Wir gewinnen auf jeden Fall 3-0 und wir gewinnen uns an der alten Schlösserei. So, Leute, da sind wir in Berlin angekommen. Leider nicht bei Hertha, sondern bei Union. In der schönen alten Schlösserei. Ja, vielleicht, ja, nächstes Jahr, wenn sie absteigen. Oder wenn wir Glück hatten, Pokal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir hier probieren, die nächsten 3 Punkte mitzunehmen. Und wenn mein Keeper, wenn mein Trainer mich wieder auswechselt oder Guras, dann verlieren wir auf jeden Fall richtig fest. Obwohl, da ist schon mal das 1-0. Perfekt. Also ich treffe wieder, ne? Also schon gegen Aue habe ich getroffen, ne? Barella. Das hast du auch mal von Anfang an, wie du das spielen hast. Ja, Barella. Also ich hätte echt nicht erwartet, dass ich hier mit der Führung reinstarte. Aber wie gesagt, ich darf Union nicht unterschätzen. War nix. Perfekt. Guck mal, ich bin durch. Ich bin die ganze Zeit durch. Und ich mach das 2-0. Ein Doppelpack. Tatsache. LOL. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Oh, fühlt. Nein! Oh mein Gott! Ey, das kann nicht wahr sein. Ja. Schade. Egal. Das wäre es gewesen. Ja. Wow. Ey! Doch, er blüht dann. Der will einfach komplett. Aufpassen. Und ich will hier aber auch zu 0 spielen. Also das wäre perfekt. 2 Spiele zu 0, das wäre Zucker. Hallo. Nimm noch den anderen Spieler. Ja. Ecke. Der könnte ich gerne. Oh, schade. Kofferduell. Oh, schade. Ein Jute ist im Kasten, oder? Und nicht mal Karriere sowieso. Sache. Mal gucken, ob mein Trainer nicht
heute noch auswechselt, Leute. Okay. Let's go, gehen wir rein. Come on. An die Abgeladen. Sehr schnell. Aber macht es nicht perfekt. Oh nein. Ist er wieder am Ball. Oh ja, Kopf wird ausgewechselt. Für? Oh, für De Wühl. Wie kommt das denn jetzt, Trainer? Ja. Ja, weil er die ganze Zeit auf der Bank saß. Batz, darfst du dich wieder aushalten? Digga. Mein Ziel ist jetzt hier den Dreierpunkt zu machen. Wer wird ausgewechselt? Zeit. Sandro kommt. Ja. Ey, Digga, jetzt kommt. Ja, Peter Bray, der spielt Innenverteidiger, Digga. Der spielt eigentlich Innenverteidiger. Der spielt einfach Mittelfeldmann. Digga. Ah, geht's mit dem. Perfekt, Digga, Trainer. Junge, ich bin hier gegen. Ja, und du hast es. Oh, schade. Ja, oder keiner. Nee. Nee. Abseits. Digga, Batz fällt wieder zu schnell. Ey, der klaut mir den Ball. Das ist echt eine Frechheit. Ja, okay. Ja, weil. Hallo? Digga. Die waren Erstligist. Ich hab den Ball berührt, was ist alles? Hey, fertig. Pümmel Kruse schießt. Oh, Kuras geht, Digga. Oh. Nee, er hat gepasst. Hier ein Tag. Hier ist gut. Oh! Ey, nee, das kann nicht wahr sein. Die Latte hat was dagegen. Muss ja auch jemand mitlaufen hier. Eigentlich. Unser frischer Spieler. So zu lang, viel zu lang. Deswegen sage ich ja, das dauert viel zu lang. Ja, komm noch. Ja, egal. 2-0 Sieg gegen Union, bin zufrieden.
wir haben uns halbwegs schon mal aus der Krise geschossen. Also zwei Siege schon mal easy. So Leute, da sind wir wieder. Wir sehen, wir nehmen jetzt mal ein bisschen vor. Wir bleiben 11. Das nächste Spiel ist einfach gegen Kiel. Die sind 13. Also. Und jetzt sagen wir so, wir haben 20 Tore geschossen. Minus 3er Tordifferenz. Wie Kräuter führt, Digga. Doch, Kräuter führt hat auch punktgleich mit uns. Ja, aber warte mal, geh mal weiter hoch. Alter, Union ist einfach. Weiter. Wir haben zwei beste Offensive. Ja, Mann. 24 Tore hat Nürnberg. Ja, in Regensburg ist einfach letzter. Normal, Digga, kein Problem. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, haut rein.